Hallo, ihr Lieben. Oh mein Gott, der erste reguläre Vlog seit 1000 Jahren. Aber da bin ich wieder. Und wie ihr sehen könnt... ach Mist, ich wollte gerade damit protzen, dass es hier so ordentlich ist. Und dann sieht es da so aus. Es ist ordentlich. Ich habe mir gerade die Decken weggeschoben. Und naja, ach, vergesst es. Ich wollte damit nur sagen, ich habe eine sehr ordentliche Wohnung, weil wir Familienbesuch bekommen. Und schaut euch diese wunderschönen Blümchen an. Ich bin ganz stolz auf sie. Ich liebe sie. Sie sind so schön. Es ist eine Mischung aus drei verschiedenen, ich glaube, Nelken sind es. Und ich freue mich jedes Mal, wenn ich sie sehe und bin dann guter Laune. Genauso froh bin ich noch über die Gläser, die hier stehen. Seitdem die hier im Büro sind, trinke ich auch viel mehr Wasser. Nun muss ich aber ein bisschen aufpassen. In diesem Zimmer sind überall gefährliche Fallen, die da dürfen nicht mit aufs Video, wo Dinge sind, die ihr noch gar nicht sehen dürft. Die sind alle noch in der Planung und dort stehen Sachen und alles ist ultra geheim. Wir gehen mal aus diesem Raum hinaus. Ich wollte euch nämlich auch was ganz anderes zeigen. Ich hatte es ja in der letzten Vlog-Zusammenfassung schon kurz erwähnt. Ich habe endlich diesen Raum wieder ein bisschen wohnenswerter gemacht. Ihr seht, das Bett ist wieder ein Bett und nicht hinter einer Wand aus Schränken und allem zugemüllt versteckt. Ich habe einen Nachttisch und da hinten noch mehr Platz und hier habe ich mein Entertainment. ja, da unten sind Schals und so. Die Vorhänge habe ich ja auch neu. Ich versuche die mal zu belichten. Geht das irgendwie? Ja, so, jetzt sieht man sie etwas besser. Ja, habe ich alles neu angebracht. Ihr seht auch, hier war früher so eine Landkarte, die ist jetzt weg. Da stehen jetzt gerade noch so Sachen auf der Kommode, weil ich meinen Schmuck daraus gewühlt habe. An sich alles sehr ordentlich. Hier, dieser Schreibtisch kommt ja auch noch weg. Der kommt ja in die Wildnis, aber noch steht er jetzt da so rum. Hier hing früher das Whiteboard, ist jetzt auch weg. Also es ist alles sehr viel ordentlicher. Ich bin sehr zufrieden damit. Achtet nicht auf diese Ecke. ja, hallo. Neu eingezogen ist ja auch dieser Home-Trainer hier, der dann rausgeholt wird, wenn es ernst wird. Heute und gestern habe ich es leider nicht geschafft, weil wie gesagt, wir bekommen Familienbesuch und dementsprechend hatte ich alle Hände damit voll zu tun, hier die Wohnung wieder ein bisschen wohnlicher zu machen und Einkäufe zu erledigen und all diese Dinge, die man halt tut. Und ja, so sieht das hier aus. Gehen wir mal wieder weg. So, heute Abend gibt es vermutlich Pesto. Taube. Geh weg, geh von meinem Balkon. Der schöne Grünspan, den müsst ihr auch ignorieren. Naja, genau. Heute Abend gibt es vermutlich Pesto, Spaghetti, Weingläser sind auch schon poliert, dass wir einen schönen Wein trinken können. Ja, ich bin gut gerüstet. Einzige Katastrophe mal wieder, wie immer, wenn sowas bevorsteht, ist, dass ich eine kleine Erkältung habe und mein Freund natürlich auch. Also uns hat es wieder mal erwischt. Aber das ist ja immer so, wenn man Familienbesuch bekommt, dass dann irgendwas passiert, was es einem irgendwie schwieriger macht. Aber das soll uns nicht stressen. Ich wollte mich also einfach nur mal kurz melden. Ich habe jetzt ja noch ein bisschen zu tun, bis das hier heute losgeht. Vermutlich vlogge ich dann die Tage noch mal weiter und bringe euch dann auch so auf den neuesten Laura-Stand. Nicht mal Brötchen backen kann ich, ohne mich zu verbrennen. So, oh mein Gott, das war ja aufregend. Ich habe ein paar Ausschnitte gefilmt, aber nicht viel. Es ist Samstagabend und das Familienwochenende war aufregend bis hierhin. Also wir haben am Freitag haben wir zusammen mit der Mama meines Freundes gegessen und sie hat übernachtet. Und heute waren wir den ganzen Tag mit Kindern und allem drum und dran, also nicht meine Kinder, im Park und haben uns Tiere angeguckt, Babyschweine. Und jetzt habe ich einen Kaffee und werde jetzt hier noch so eine Stunde rummachen und dann werden wir uns was zu essen bestellen und morgen geht es weiter mit der Familie. Und dann ist dieses Wochenende vorbei
Und ja, das war aufregend. Das sind wir hier ja nicht gewöhnt. Ihr wisst ja, ich habe ja eigentlich nie Besuch. Und das war schon sehr aufregend, aber auch schön. Aber das Gute daran ist jetzt auch, dass die Wohnung gerade sehr sauber ist, weil man sie ja für den Besuch sauber gemacht hat. Das ist so. Hallo ihr Lieben, ich bin noch ganz wuschelig. Ich muss gleich erstmal Haare glätten. Ich teste gerade ein E-Book, das ich für eine Kundin sitze. Und es ist so schön, denn wir haben 22 Grad. Und hier ist einfach mal ganz stumpf die Balkontür offen im Büro. Es ist so wunderschön. Oh mein Gott. Und ich habe schon den ganzen Tag Bettwäsche gewaschen. Wir hatten ganz viel, was wir hier rumliegen hatten. Das wurde längst mal fällig. Und jetzt, weil es halt heute so schön warm ist, trocknet das alles auf dem Balkon, auf den Heizungen. Und es ist hell und es ist nicht mehr um 4 Uhr dunkel. Ich bin so, oh, die Stimmung ist einfach gleich so viel besser. Das Einzige, was echt völlig flach fällt momentan, ist Sport. Also zumindest seit ungefähr einer Woche. Da sieht es momentan mau aus. Das merke ich auch. Entschuldigt die Frise. Das merke ich auch an meinem Gewicht. Also ich lege im Moment stetig zu. Da muss sich dann auch bald wieder was ändern. Hallo ihr Lieben, ich bin ganz aufgeregt. Ich habe heute einen halben Tag frei und das heißt, ich werde in die Stadt gehen und einfach nur, okay, ein paar Pflichteinkäufe habe ich auch auf dem Zettel, aber einfach nur so rumlaufen und ja, gucken was da so ist und was irgendwie mich glücklich macht. Das ist richtig cool. Ich kann mich gar nicht mehr erinnern, wann ich das letzte Mal so einen Vormittag hatte. Heute Nachmittag habe ich noch ein bisschen was zu tun für meine Kunden, aber das sollte alles kein Problem sein. Und jetzt freue ich mich richtig, richtig doll. Und die Sonne scheint und man braucht keine Jacke mehr. Und oh, ja, also hallo, hallo Glücksgefühl, würde ich sagen. Gott, was für ein Luxus. Jetzt war ich doch gerade glatt noch beim Friseur. Ich bin einfach spontan vorbeigelaufen und gesehen, dass ich ja gleich dran käme und dann habe ich das genutzt. Es war ein sehr nettes Gespräch, weil wir dann ja beide selbstständig sind, die Friseurin und ich, und wir haben uns super austauschen können. Es war sehr lustig. Ihr wisst ja, ich darf keine Klamotten kaufen, aber am Wochenende war ja die Familie da und da kam ich auch wieder auf das Thema Stricken. Und ich glaube, ich habe das nie gelernt. Und ich glaube, ich würde mir gerne heute Wolle und das Equipment kaufen und vielleicht mal stricken lernen. So, ich bin wieder zu Hause und ich bin mal sehr gespannt. Ich habe jetzt ja hier diese Zutaten gekauft. Ich dachte, ich versuche es erstmal so ein bisschen unspektakulär mit einem Loopschal vielleicht. Ich habe schon mal 3 verschiedene Nadeln gekauft. Das ist eine Häkelnadel. Und so ein Maschenzähler und Maschenmarkierer, aber sonst erstmal noch nichts. Ich will jetzt erstmal nur gucken, ob mir das Spaß macht und ob ich das ja irgendwie fortführen oder überhaupt hinkriege oder keine Ahnung. Ich muss es ja erstmal ausprobieren. Komisch eigentlich, dass ich noch nie gestrickt habe. Ich habe so ziemlich alles schon gemacht, aber gestrickt habe ich noch nie. Naja. Auf jeden Fall habe ich jetzt überlegt, dass ich das dann mal demnächst zur Entspannung probiere. Aber jetzt muss ich erstmal noch ein paar Stündchen arbeiten. Mein Freund kommt auch gleich, es ist 6 Uhr. Aber ich werde jetzt noch, bis er kommt, arbeiten und dann nach dem Abendessen. Dann schäme ich mich auch nicht so für meinen freien Vormittag. Okay, also ich gestehe, das ist doch wie bei allem, was man neu lernt, die totale Geduldsprobe. Aber, okay, es sieht jetzt mega unbeholfen aus, aber das möchte ich unbedingt festhalten. Sollte ich das hier jemals richtig drauf haben, werde ich auf jeden Fall auch Videos dazu drehen. Aber ich bin ganz stolz auf mich. Ich habe 1,5 Stunden gebraucht, um die Maschen erstmal aufzunehmen, also erstmal
diese Basis von einer Reihe zu schaffen. Wie nennt sich das denn? Kreuzanschlag? Okay. Und jetzt bin ich schon dabei, meine erste offizielle Reihe zu nähen, zu stricken. Oh Gott, es ist total grauenvoll. Es ist Donnerstag und ich habe heute Vormittag mein Balayage erneuert und es ist ziemlich gut geworden. Ich hoffe, es hält diesmal auf dem blonden Untergrund etwas länger. Ich bin übrigens auch mit dem Stricken schon weitergekommen, also ich übe fleißig, auch wie ihr seht, verschiedene Muster. Ja, und übe da einfach so durch. Das ist ja eine sehr dünne Wolle, das heißt, ich habe da viel mit zu tun. Das ist ja auch ganz gut, damit ich Routine kriege. Und gerade eben ist angekommen dieses Ding hier. Ich habe mal bei Weya Knitters bestellt, weil ich dachte, vielleicht kann ich mir das ja bald schon zutrauen. Und dann will ich diesen Pullover stricken. Naja, eigentlich mehr ein T-Shirt als ein Pullover. Da schaue ich jetzt mal rein. Mittag, ihr Lieben. Heute ist Samstag. Es ist ein unglaublich tristes, schreckliches Wetter. Ich habe überhaupt gar keine Lust rauszugehen. Aber wir müssen gleich unseren Einkauf machen. Und wenn wir krass drauf sind, werden wir heute auch ein paar Blümchen für den Balkon schon mal besorgen, damit da auch der Frühling einziehen kann. Angeblich soll ja ab nächste Woche das Wetter schön sein. Ich habe jetzt hier gerade noch mal mit meiner Tüte rumgespielt. Ich hatte mir ja von Weya Knitters dieses Paket hier bestellt. Jetzt habe ich mir gerade noch mal alles in Ruhe angeguckt. Mit der Farbe bin ich mir, also ich hatte es mir irgendwie grauer vorgestellt, aber es ist auch je nachdem, wie das Licht drauf fällt, anders. Es ist das Perlgrau. Es ist doch eher ein Beige. Aber es ist auch eine schöne Farbe. Also ich denke, das kann ich wohl tragen, oder? Wir werden das sehen. Wir gehen jetzt aber erstmal einkaufen und nachher werde ich mir dann ganz in Ruhe die Anleitung angucken, damit ich da dann auch weiß, was ich zu tun habe die nächsten Tage und vermutlich Wochen.